So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Unipop oder Honeypop, wie die Spielerprotagonisten es nennen. Wir spielen einfach weiter und sind ja an der Stelle, wo wir immer noch in der Bar und der Lounge rumhängen. I've missed you. Ja, das freut mich, dass du mich vermisst hast. Unser Date ist allerdings gefinished. Was ich jedoch habe, ist, das erzähle ich gleich vorneweg. Ich habe beschlossen, ich gehe auf easy, weil ich ja so ein Kack-Dating-Noob bin. Es geht ja nicht darum, hier irgendwelchen Herausforderungen bei diesen komischen... Also ich gehe davon aus, dass es nur diese... find die gleichen Dinge, füge sie zusammen, Spiele betrifft. Und die sind ja mehr so just for fun. Da geht es uns ja jetzt nicht wirklich darum... Ganz konkret irgendwas Besonderes zu machen, sondern wir machen es halt, wenn wir es machen müssen. So. Also, schnappen. Kisses. Ja. Bussi. Wir gehen einfach hier zur nächsten und schauen mal, wie wir die rumkriegen. Excuse me, miss. Yeah? I've been here for a while now. I'm still waiting to be helped. Oh, yeah, so my shift just ended. I'm pretty much out the door already. I think someone else should be in any minute. I'm just looking to get a cappuccino. It only takes a second. I mean, it's more than a second, so... Are you serious? I should have left over 15 minutes ago, okay? I'm done. Wow, okay. I love me some chocolate. I'll have a tall glass of whatever she's serving. Know what I'm saying? Let's see. Considering what just went down, she's probably a little pissed off. Try to get on her good side. Open with something safe, like something she probably wants to hear. So... Jo, was sagen wir? Customer Service. I know, right? It's ridiculous. I mean, really, is a cup of coffee so much to ask? So sorry to inconvenience you. Have you been waiting here long too? So. Ja, klar. Schickes Mädel. Is that the case? I'm glad I could be of service. I have to give you credit, though. That's pretty brave. You don't hear that often enough. Is that your technique? Hitting on girls at the coffee shop? Ja, klar. Is it working? Oh, das ist so blöd, das müssen wir eigentlich, das ist so dämlich, das müssen wir eigentlich fast machen. Sorry. Also normal würde ich jetzt das sagen, aber einfach weil es so dämlich ist. Okay, now that one I know I've never heard before. I'll tell you what, Big Shot, you caught me in a good mood. I normally don't give in so easily, so consider yourself lucky. My name is Lola. Pleasure. If I can get my cap sometime in the next year, maybe we can sit down. I want to hear more about how attractive I am. Ich habe überhaupt nicht erzählt, dass du schön bist. Meine Fresse. Okay, wir reden mal. Ask me something about myself. Genau. That's all right. I like random. I'm exactly 5'7". 5'7", okay. Das können wir uns vielleicht mal merken. So, dann hier. So. Yeah. Hobbys sind immer gut. I'm always trying to get better at tennis. You should play me.
Ja, ich würde dich gerne planen. Okay, wir können ja mal nach dem ersten Date fragen. Okay, sounds great. Gut, dann haben wir uns nämlich auch das Essen gespart. ja. Gold Falls Casino. This'll be fun. I bet I win more than you. Schick. Schicke Sache, dieses Kleidchen, muss ich schon sagen. Hey, ha, 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 ha. Aber ein bisschen eine Wampe hat sie schon, ne? Ja. Gut. Ja, das ist das Spiel, das müssen wir so machen. So, ich bin gerade noch ein bisschen am Überlegen, wie ich jetzt hier lustige Kombos mache. Weil ich natürlich wieder komboen will bis zum Abwinken. Aber ich denke, ich hole mir erstmal einen weiteren Move. Dann haben wir den nämlich schon mal safe. So, dann kann ich hier den Spaß machen, obwohl ich eigentlich erstmal den Passion-Level erhöhen sollte. Aber so kann ich mir nochmal einen zuholen. Nein, ich habe nicht heimlich geübt. Das ist bloß der Anfangsblick, da sieht man was. Und dann holen wir uns doch hier mal Passion. So, was will sie eigentlich? Romance. Was war denn Romance nochmal? Das ist ein bisschen dämlich. Ich würde halt ganz gerne wissen, welche Symbole nochmal was bedeuten. Das habe ich nicht so wirklich mitbekommen. Das ist ja Passion Level. Levele Passione. Der Rest ist mir nicht ganz so klar, was das ist. So, wie mache ich denn jetzt weiter eigentlich? Okay, wir besorgen uns mal ein bisschen Sentiment, glaube ich. Einfach damit wir es haben. So. Sentiment. Oh, das wäre fast gut. Wenn ich das ein bisschen cleverer hinbekäme. Ich würde quasi ganz gerne hier dieses Ding nach unten ziehen. Moment, wie mache ich denn das? Ja, ich hatte gerade einen guten Gedanken, aber jetzt ist er wieder weg. Ich wollte quasi das hier, damit die runterkommen und damit... Ach nee, das müsste ja dann alles runterkommen. Das ist Blödsinn. Das ist Blödsinn. Okay, der Gedanke war doof. Der... funktioniert nicht so richtig, dann machen wir doch den da. Machen wir den, dann kommt der ganze Spaß darunter. Komm, machen wir jetzt einfach mal. So. Ja. Ha, das ist perfekt. Dann kann ich nämlich hier. Wunderbar. Das hat mir niemand erklärt, was diese Multidinger sind eigentlich. So. Ich bin immer noch auf der Suche nach Kombos, eigentlich. Ich will nämlich eigentlich wunderbare Kombos haben. Kombos sind immer cool. So. Ah, hier kann ich auf jeden Fall einen Vierer machen. Das ist schon mal gut. Dann kommt das Zeug hier natürlich runter. Wir haben noch 17 Züge. Das muss man ja auch immer im Auge behalten. Ich sollte viel mehr auf Romance gehen eigentlich. Viel mehr Passion. Passiones dos les los levelos. Und sowas. Jessige Musik übrigens. So, jetzt habe ich mich ein bisschen hinreißen lassen, sorry. Da... ich sollte mich auf das Spiel konzentrieren. Ich finde immer noch nicht irgendwo etwas, mit dem ich lustig kombinen kann. Na komm, wir machen mal den da. Einfach damit wir ein bisschen Sentiment haben. Wir haben hier nämlich schon wieder gar nicht mal so wenige. Boah. So, dann mache ich das doch mal.
So, wo fällt der dann hin? Der fällt dann dahin. Das bringt mir aber eigentlich auch nicht wirklich viel. Ach komm, scheiß drauf. So, wo haben wir denn Glocken? Glocken haben wir... Da. Na gut. Really? Are you sure? Ja, sicher bin ich sicher. Wobei ich da hier natürlich auch noch ein bisschen besser hätte es kombinieren lassen können, also... So. Bastion. Dann machen wir hier doch Bastion. Und machen... Kann ich da Bastion sagen? Also ich kann's, aber... Bringt es mir was? So. Ich sollte mal wieder schauen, dass ich wieder ein paar gute Züge hinbekomme. Ah, warte mal. Das ist gut. Dann kann ich... das machen. Geht's hier hin? So. Der würde dann ja nach da unten fallen. So, und dann auch hier auf jeden Fall haben wir noch einen Zug. Okay, hier hinten haben wir wieder so ein Sternchen. Da fällt das Ding da runter. Ob das gut ist, weiß ich noch nicht. Hier haben wir auf jeden Fall wieder eine gute Kombo. Ja, das ist super. Da bin ich fast versucht, hier auf irgendwas zu warten, auf irgendwas Magisches, aber ich glaube, das ist wirklich einfach das Beste, was ich hier so treiben kann. Wobei ich noch nicht so wirklich verstanden habe, wie diese zusammengemixten, was die eigentlich bringen. Dämonen muss ich glaube zusammen. Die bringen immer viel. Das hat sie ja auch irgendwie am Anfang gesagt, diese komische Elfe. Ja. Keine Ahnung. So, dann. Nee. Nee. Ich denke, wir machen mal wieder ein bisschen Bastion. Weil wir nur noch 8 Züge haben. Die Sterne waren es, glaube ich, ne? Oder waren es die Monde? Ich sehe gerade nicht wirklich. Ja gut, ich denke, das schaffen wir. Das sollte jetzt nicht mehr das Problem sein. Ich sehe nur gerade nicht wirklich, wo ich noch groß... lustige Kombinationen machen kann. Das ist schon mal gut. Dann wäre das hier auch nicht so schlecht. Damit verbocke ich mir allerdings das Glockenspiel, zumindest so rum. Eigentlich würde ich ganz gerne dafür sorgen, dass der hier irgendwo liegt. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass der da runterkommt. Oder ich muss dafür sorgen... Ach komm, wir machen das jetzt einfach so. Ich hätte jetzt eigentlich schon lieber ganz gerne irgendwie eine Kombo gehabt von irgendwas, aber das ist jetzt halb so wild. Gut, super, haben wir gewonnen. Jetzt schon, dann hauen wir noch den raus und dann ist halt gut. I haven't enjoyed myself like that in a while. Ja, das freut mich für dich. Schön, dass ich es auf einfach gestellt habe. Da wird es einfach einfacher. So. Okay, Date haben wir finished.
dann wüsste ich jetzt nicht, was ich noch groß mit ihr reden sollte.